Eins nach dem anderen. Demokratie ist ein griechisches Wort und heisst Herrschaft des Volkes. Auch wenn die Griechen immer wieder behaupten, es heisse, die Deutschen müssen bezahlen. 500 vor Christus haben die Athener ein Staatswesen entwickelt, das darauf beruht, dass alle freien Bürger gleich sind und an Volksversammlungen dürfen mitbestimmen. Also alle freien Bürger. Keine Sklaven, keine Fremde, keine Frauen. Also genau so wie bis vor kurzem im Appenzell. Aber Obacht, nicht jede Demokratie ist gleich wie die andere. In Amerika zum Beispiel ist es eine präsidentielle Demokratie. Und die ist so verwirrend gestaltet, dass zum Beispiel die Person mit den meisten Stimmen, also 65,8 Millionen gegen 62,9 Millionen, nicht Präsidentin wird. Auch wenn das lustig tönt, ist es kein Witz. In der Schweiz haben wir eine direkte Demokratie. Das heisst, jeder Stimmbürger darf eine Initiative starten und eine Änderung der Verfassung verlangen. Yeah! Nur 100'000 Unterschriften und schon kann es losgehen. Kleine Wermutstropfen, es müssen 100'000 verschiedene Unterschriften sein. Also ungefähr 2% von allen Stimmberechtigten. Aber das kann man mal rasend schnell gehen, bis die Unterschriften zusammen sind. Schneller als ich brauche, um das Wort Initiative buchstabieren. Und weil das so schnell geht, müssen wir auch ständig über irgendwelches Zeugs abstimmen. Oder anders gesagt, über die 100'000 Unterschriftengeschichte werden wir wahrscheinlich noch abstimmen müssen. Schätzungen gehen davon aus, dass von allen Volksabstimmungen auf der ganzen Welt die Hälfte in der Schweiz stattfindet. Hey, das ist doch mühsam! Da müssen wir sich mal das Beispiel an der Türkei nehmen, wo jetzt aktiv daran geschafft wird, dass das Volk nicht ständig mithirnen muss. Und wenn man daran denkt, dass die Schweizer Verfassung anfängt mit «Im Namen Gottes des Allmächtigen», ist es doch schon fast dreist, dass wir uns am siebten Tag statt zu ruben, in die Wahllokale schleppen müssen. Gut, es gehen natürlich längst nicht alle abstimmen, die könnten. Und das wird auch immer wieder bemängelt, dass die Stimmbeteiligung so tief ist. Aber genau genommen gehen sogar 90% von allen Wahlberechtigten stimmen. Aber halt eben nicht immer. Genau genommen nur, wenn es es persönlich betrifft. Genau genommen selten. Also im Schnitt etwa einmal alle 5 Jahre. Weniger als ich zu der Dentialhygienikerin gehe. Weil ich hasse das. Zuerst wird sie so eiskalt und dann friert sie bis in kleine Zehen runter und dann kratzt sie da rum und kommst irgendwie fast einen Krampf über im Kiefer und fühlst dich wie gefoltert. Ich kann es nicht ausstehen. Also, Abstimmungen. Die Jungen beteiligen sich deutlich weniger als die Alten. 2015 war der Altersmittelwert bei den Stimmenden bei 56. Bald ist er bei 60. Man geht also häufiger an die Urne, je näher man den eigenen kommt. Ist so. Aber egal ob jung oder alt, was die Stimmbeteiligung angeht, haben wir noch viel Luft nach oben. Ja, vermutlich sind die meisten Nichtwähler damit beschäftigt, endlich zu verstehen, um was es geht. Und zack, ist schon wieder Montag und der Abstimmungssonntag ist vorbei. Darum wird immer ganz viel unternommen, um die Stimmbürger zu mobilisieren. Zum Beispiel mit knackigen Kampagnen. Hier ein aktuelles Beispiel. Ein ungewohntes Plakatmotiv. Sehen die Abstimmungsplakate in der Schweiz normalerweise nicht so aus. Und jetzt muss sie auch nicht mehr frieren. Gut, es gibt zwei Möglichkeiten herauszufinden, wie man abstimmen soll. Entweder man macht genau das, was die sagen, die am lautesten schreien. Kleiner Denkanstoss dazu. Auch wenn man ganz laut schreit, dass 1 und 1 3 gibt, stimmt es nicht. Oder man hört beide Seiten an, bildet sich selber eine Meinung und stimmt dann ab. Das ist natürlich hochgradig unattraktiv, weil man muss denken. Und wenn man das, wenn man wirklich eine direkte Demokratie, wenn man nicht eine Monarchie, wenn die Schweizer lieben die Könige, wir haben einen Schwingerkönig, wir haben einen Tenniskönig, wir haben einen Eichelkönig. Oder eine Anarchie. Wer dafür ist, kann eins an die Fresse haben. Also let's face it. Andere Regierungsformen sind vielleicht simpler, aber die direkte Demokratie wahrscheinlich immer noch besser. Klar, dass man ständig mitentscheiden und abstimmen nervt,
Aber wenn wir das ändern könnten, finden wir heute heraus, zusammen mit einem Mitquerdenker, der schon ganz viele Leute zum Abstimmen motiviert hat, ohne dass er selber in einer Partei ist.